Riesenenttäuschung also im Hamburger Volksparkstadion. Und nun wechseln wir hinüber ins Müngersdorfer Stadion nach Köln, wo zur gleichen Zeit der FC Bayern München beim 1. FC Köln gastierte. Die Kölner damals auf Platz 8 hofften noch auf einen UEFA-Cup-Platz unter ihrem neuen Trainer Rinus Michels. Also es ging für den 1. FCK um einiges, aber die Mannschaft hatte keine Chance. Hier Prestin gegen Breitner. Nach 9 Minuten entschied Schiedsrichter Ederls auf Strafstoß für den deutschen Meister. Wiederholung. Breitner zu dieser Zeit in absolut überragender Form, ebenso wie Rummenigge und die ganz samte Mannschaft. Es war sein 9. Strafstoß. Er konnte alle verwandeln und er setzte noch einen 10. dann am nächsten Wochenende gegen Frankfurt dazu. Von 17 Toren, die Paul Breitner in dieser Saison erzielte, also 10 Strafstöße. Kurt Niedermeier. Und Dieter Hoeneß. In der 15. Minute die Vorentscheidung, das 2:0 für Dieter Hoeneß war es. Seit dem 6. Dezember des Vorjahres zum ersten Mal wieder ein Bundesliga-Treffer und seine Freude war natürlich dementsprechend. Aber man muss dazu sagen, dass er ja lange, lange verletzt war. Deshalb hat es unter anderem auch so lange gedauert. Der FC Bayern München war in diesem Spiel den Kölnern in allen Belangen überlegen. Ein klarerer Sieg, als es letztlich das 3:0 war, wäre sogar möglich gewesen. Und vor allen Dingen Breitner und Rummenigge trugen dem Spiel der Bayern hier den Stempel auf. Konopka und auch Prestin, die Gegenspieler der beiden, waren ohne Chance. Die zweite Hälfte. Köln versuchte noch einmal heranzukommen, aber Walter Junghans, nervlich gestärkt, war ein sicherer Rückhalt in dieser Zeit. Und so gab es keine dummen Gegentore für die Bayern. Im Gegenteil, die Mannschaft nützte jede Schwäche der Kölner, hier das 3:0 durch Kurt Niedermeier. Was die Bayern in diesem Spiel boten, war das Beste, was man zu diesem Zeitpunkt von einer deutschen Vereinsmannschaft wohl geboten bekommen konnte. Köln nach der frühen Vorentscheidung, nach 15 Minuten, also schon 0:2 stand, ohne Kraft und ohne Moral dieses Spiel noch einmal herumzuführen. Als Paul Breitner